Ja, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind hier immer noch dabei, Detektiv zu spielen für den Boone. Und wir müssen das Verschwinden von seiner Frau irgendwie aufklären. Ich habe nur keine Ahnung wie. Also wir kriegen hier die witzigsten... Guten Abend. Hi. Was kann ich für Sie tun? Die witzigsten Marker überall angezeigt, aber ich habe keine Ahnung, bei wem wir jetzt den entscheidenden Hinweis bekommen. Ich habe keinen Plan. Wirklich nicht. Ist sie nicht zu Hause? Gene! Ist nicht zu Hause. Ich lese immer gegrillte Schnecke. Oh Mann! Irgendjemand muss doch wissen, was mit dem Mädel passiert ist. Irgendjemand. Vielleicht die dahergelaufenen und hat die RNK-Herrschaft an Norwex-Siedler? Wenn es nicht die Wasserkarawane. Nö. Mit denen hat man auch gesprochen, mit den McBrides. Ich weiß es echt nicht. Und... Oh. Oh. Hallo, brauchen Sie was? Jo, zeig mal. Nein. Hallo, brauchen Sie was? Zeig mal her, du. Granate, alter Cowboyhut, auch das Wasserbier. Boxbandage. Haarklammer, Hülse, Kaliber. 12 Drachenatem. Fallgeschoss. Klingenhandschuh, cool. Es ist Freddy Krüger-Handschuh wahrscheinlich. Mini-Atombombe, Plasmapistole. Rakete Hive. Schirmmütze mit Brille. Tristall-Lasergewehr. Du Scheiße, ey. So teuer. Ja, nö. So, und hier drüben kommen wir auch nicht rein, ne? Da wohnt. Niemand. Nö. Hier wohnt niemand. Das gibt's doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Verdammt. Hallo. Hallo. Hoffentlich entspricht alles. Interessante Plätze. Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Sonst noch was? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Erzählen Sie mir mehr über Repcon. Kommen Sie mit, es gibt etwas, das Sie sehen sollten vor dem Dinosaurier. Okay, wir können Sie auch dahin schleppen. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Hoffentlich entspricht alles Ihren... So, sie ist jetzt weg. Jetzt könnten wir... Ja, eigentlich da unten mal in dem Safe gucken. Vielleicht hilft der uns ja. Vielleicht ist ja da was total... Aha. Kaufurkunde.
Wir, die Vertreter des Consul Officiorum, haben an heutigen Tag nach Verhandlungen mit Jeannie May Crawford aus der Gemeinde Norweg die exklusiven Eigentums- und Verkaufsrechte an der Sklavin Carla Boone für die Summe von 1000 Kronkorken und die Rechte an ihrem ungeborenen Kind für die Summe von 500 Kronkorken erstanden. Was? Der Erhalt hiermit bestätigt wird. Wir kommen mit erwähnter Jeannie May Crawford überein, dass sie über das umfassende Recht am Wiederverkauf besagter Sklaven und ihres Nachwuchses verfügen. Die Entrichtung zusätzlicher 500 Kronkorken wird fällig nach erfolgreicher Reifung des Fötus. Ich mache gerade mir mein Licht an. Der Anspruch darauf ist garantiert durch Besitz dieses Dokuments. M. Scribonius Libo Drusus et al. Vermögensverwalter von M. Licinius Crassus Consul Officiorium Abfamulatus. Ja, ist klar. Okay, dann wissen wir ja Bescheid. Ist ja unglaublich. Hallo. Hallo. Du, Jeannie? Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Komm mal mit. Gut, wenn Sie meinen. Ah, warte, vorher muss ich mir noch einen Hut aufsetzen. Vorher ziehe ich mal einen schicken Hut auf. Ach so, Boots Barrett. Barrett. So. Ja, komm. Zeig dir was. Achso, sie geht vor. Das Barett steht uns. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Aber bei dem Bart, da steht uns alles. Wie sie läuft, ey. Lalalala. Oh. Zu Boone zurückkehren. Mensch, das war ja jetzt echt hier. Mensch. Echt schade. Schmutzige, legere Vorkriegskleidung. Lassen wir da. Den Safe-Schlüssel brauchen wir ja auch nicht mehr. Komm. Egal. So, wir ziehen wieder hier unsere Mütze auf. Und gehen zurück zu Boone. Und damit haben wir es endlich geschafft. Wir haben die Entführung von seiner Frau aufgeklärt. Ich vermisse das Radio im Übrigen. Verdammt! Verdammter Geber! So, Boone. Also schön. Wie sind Sie drauf gekommen? Ich habe den Kaufvertrag gefunden. Ihre Geschichte ergab keinen Sinn, nur eine Ahnung. Sollte mich nicht weiter überraschen. Passt zu denen, dass sie den Papierkram aufheben. Hier. Mehr kann ich ihnen nicht geben. Ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Was planen Sie für die Zukunft? Keine Ahnung. Hier bleibe ich nicht. Das ist mal klar. Mir fällt irgendwie nichts Sinnvolles ein im Moment. Außer Jagd auf Legionäre zu machen. Vielleicht gehe ich auf Wanderschaft. So wie Sie. Kommen Sie mit mir, verfolgen wir die Legion. Das wollen Sie nicht wirklich. Doch, zu zweit werden wir mehr von ihnen töten. Jep, das mag so sein. Und das ist wohl Grund genug, sie beim Wort zu nehmen. Aber ein gutes Ende wird das nicht nehmen. Na schön, verschwinden wir. Cool, Boone gewährt ihnen das extra Beobachter. Hehehe, wir haben unseren ersten Begleiter. Ach, ist das witzig. Ein Freund, ein guter Freund. Aha. Begleiterbefehle, verlassen, Nahkampf, Inventar öffnen, Distanz halten, mit Abstand gehen, aggressiv sein, Stimpack benutzen. Das ist ja cool. Was gibt's? Das ist ja cool. Wir werden Ausrüstung tauschen, dann sehen wir. Warte mal, ich guck mal in sein Inventar, würde mich mal. Soll mir recht sein. Achso, seine Waffe können wir leider nicht mitnehmen. Whisky hat er dabei. Super. Das ist ja witzig. Na gut. Und das Extra schauen wir uns auch gerade mal an. Während Boone sie begleitet, werden feindliche Ziele markiert, solange sie aktiv zielen.
Dann würde ich sagen, wir speichern mal und warten bis zum Morgen. Und dann, was machen wir dann? Mal gucken, was haben wir denn noch? Aufgeben. Die Großkanne in Boulder City abfangen, genau, das war das. Rausgehauen, die Gefangenen retten. Das wäre doch eigentlich eine Möglichkeit jetzt mit Boon, oder? Vielleicht zu zweit? Das war, die Gefangenen aus Nipton retten. Das wäre doch eine Möglichkeit. Waren wir da schon? Warte mal. Warte mal. War das das, wo die Pulverbanditen rumsaßen? Nee, oder? Ich laufe jetzt mal hin, nur damit da nicht irgendwie was passiert. Sehr, sehr merkwürdig. Wir haben einen Begleiter. Sehr cool. Das freut mich jetzt wirklich. Endlich nicht mehr allein hier im Ödland. Oh oh. Alter, was ist los? Ach du Kacke. Legionäre! Okay, und die greifen uns jetzt natürlich an, wenn der Boon dabei ist. Na, reicht schon? Bam! Und das ist witzig, dass die so markiert werden. Okay. Caesar's Legion. Sie haben einen schlechten Eindruck bei der Gemeinschaft hinterlassen und werden daher gemieden. Sie haben der RNK Gutes getan und jetzt möchten wir uns revanchieren. Hier ist ein Notfall-Funksprechgerät. Rufen Sie um Hilfe und wir kommen. Sie sind nicht alleine da draußen. Die RNK passt auf Sie auf. Viel Glück und gute Jagd. Ah, ich glaube, wir haben die RNK-Soldaten befreit, ne? Hier unten von dem Außenposten vielleicht? Kann das sein? Guck mal gerade, wo rennt er hin? Oder war das jetzt einfach nur Zufall? Okay, er rennt durch den Stein. Ich glaube, es war einfach nur Zufall. Naja. Gut. Die Caesar's Legion mag uns auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Aber was willst du machen? Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Außerdem, dem Verein wollen wir nicht beitreten, den wollen wir auch nicht helfen. Honig, was? Meskitenschone? Schote? Schone. Was passiert denn da schon wieder, Legionäre? Sind das welche? Ich glaube ja, ne? Huch! Oh Gott! Oh nein, das war der RNK-Soldat, oder? Mir entkommst du nicht. Zack. So, da oben war noch einer. Okay, ich glaube, den hat Boon erwischt. Granatengewehr, gucken schon. Ich glaube, das Ding müssen wir mitnehmen zum Reparieren von unserer Rüstung. So, und das war, glaube ich, der arme RNK-Soldat hier, ne? Scheiße. Westen Ranger Outfit. Tja, schade für ihn. So, wir reparieren das mal und das. Die Cowboy-Flinte auch. Und so,
Trinken Sie Wassergegenstände? Bohnen. wie toll. Was natürlich nicht so toll ist, dass hier ständig... Hallo? Triffst du den nochmal? Genau. Er macht das echt gut. Der Buni. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, was da in diesem Gefangenenlager lauert. Ich bin gespannt. Das, aber das ist das, ne? Das ist dieses Lager mit den, mit den Pulverbanditen. Ja gut, klar. Waren ja in Nipton auch nur Pulverbanditen, fällt mir dazu gerade ein. Naja. Gut, die sterben ja jetzt sowieso, weil wir Boon dabei haben, also ist das an sich gar nicht so schlecht, dass wir da jetzt hingehen. Ja, das ist es. Das ist es. Wir schleichen uns an, genau. Hervorragende Idee. Und da haben sie uns auch schon entdeckt. Scheiße, ich bin so ein schlechter Schütze. Oh, ein Legionsveteran. Stirb doch mal endlich. Dein Arsch gehört mir. Stirb, stirb. Macht Spaß. Oh. Oh. Das war ein Volltreffer. Warte mal, ich heile uns gerade mal komplett hoch. So ein Mist. So ein Mist. So, das müsste ja reichen. Und weißt du, was ich jetzt auch mache? Ich repariere mal die Pistole. Wo ist das Ding? Genau. Zack. Wenigstens so einmal. Wir sind immer noch nicht ganz geheilt. Dann... So. Trinken wir noch was davon. Ja, das sollte jetzt aber reichen. Okay. So, da unten liegen welche rum. Ich könnte ja jetzt mal gerade... aha. Das haben wir gleich. Bam! Na komm, eine haben wir noch. Noch eine sogar. So. Au. Boah, die Dinger, die Wurfspeere, machen richtig viel Schaden, ey. Komm schon! Das war's dann mit der Munition. Nimm das! Stirb! So, haben wir jetzt alle. Verrufen! Angesichts ihres wahrlich monströsen Verhaltens sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten. Meinetwegen. Das war's jetzt aber. Ja. Endlich haben wir sie alle getötet.
Wurfspeer. So, ihr zwei seid gleich frei. Obwohl die natürlich eigentlich auch nicht besser sind, die Pulverbanditen. Naja. So. Pulverbandit. Ihn losbinden. Ihn losbinden. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Macht's gut, ihr zwei. Gut, dass wir sie bringen durften. Aufgabe abgeschlossen. Rausgeworfen. Okay. Jetzt müssten wir uns dann heilen, aber wir könnten ja eigentlich auch da schlafen. Das wäre eine Möglichkeit. Den reparieren wir nochmal. Dann gucken wir hier die Dinger durch. Ich glaube, jetzt sollte es ja sowieso keinen mehr stören. Ja, Karma. Scheiß auf Karma. So, ja, komm her. So, dann pennen wir mal eine Runde. Was machen wir als nächstes? Was machen wir nü? So, 16:30, das ist doch ganz gut. Sie sind verkrüppelt. Die haben doch geschlafen. Ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich nicht mehr verkrüppelt. Aber ein Redaway sollten wir mal nehmen. So. Und dann guck ich gerade mal, was die Aufgaben machen. Das war DLC, das hier genauso. Das auch, das auch. Dann mache ich nur noch die Hauptquest. Die Großkern in Boulder City. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Helios One. Da könnten wir eigentlich auch mal schauen. Ja, doch. Wir gucken mal in Helios One. Aber da gucken wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.